Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Autohändler-Simulator. In der letzten Folge haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben das schnellste Auto im Spiel gekauft. Doch wir haben jetzt ein ganz, ganz großes Problem. Und zwar haben wir in den letzten Tagen ein bisschen zu viel Geld ausgegeben, um uns das teuerste Auto im Spiel kaufen zu können. Das ist nämlich ebenfalls vor ein paar Tagen ins Spiel gekommen und ihr schickt mir nämlich immer ein paar Screenshots über Instagram, wo ihr sagt, guck mal Paletto, was ich gekauft habe. Und dort habe ich viele Screenshots von dem Ferrari bekommen. Das Ding ist allerdings, der Ferrari kostet ungefähr 1,7 Millionen Dollar. Und wenn wir auf unseren Kontostand gucken, sehen wir, wir haben nur 815.000. Das bedeutet, wir müssen heute übertriebenst viel Geld machen. Ich werde mich, denke ich mal, von dem ein oder anderen Auto trennen. Nicht unbedingt hier, also den Mazda will ich auch behalten. Der ist schon geil, muss ich sagen. Das ist vor allen Dingen auch eins dieser mega seltenen Autos. Dafür haben wir wirklich stundenlang gespielt. Der hier, der ist nicht sonderlich selten. Den würde ich, glaube ich, ganz gerne verkaufen. Den Nissan definitiv nicht. Die beiden sind immer ganz gut zum Putzen und die bringen auch irgendwie 1000. Da lass uns lieber darauf konzentrieren, jetzt hier so ein paar Dirty Autos zu verkaufen. Soll ich den... der Ferrari? Ich würde vielleicht sogar auch den Ferrari... Den Golf hier verkaufe ich nicht, weil der erinnert mich an meine Jugend. Immer gute Zeit. Hatte einer bei mir im Freundeskreis so einen Golf. Der bleibt auch. So, dann lass uns doch mal gucken, dass wir jetzt hier vielleicht mal das ein oder andere Auto verkaufen. Hier haben wir den... Wo bist du? Der Alpha. Nissan? Ne, wo ist denn der? Volkswagen? Ah ja, hier, der Abarth. Naja, für 280, da können wir... Boah, da werden wir kaum Plus machen. Ich werde versuchen, ihn für 300.000 zu verkaufen. Das passt dann auch. Und ich glaube, ich werde mich von dem einen Ferrari dann auch verabschieden. Weil der ist halt auch nicht so selten. Bringt aber vermutlich auch ein bisschen Kohle. Ja. Und zwar nicht zu knapp. Deshalb würde ich für den auch nochmal 430.000 verlangen. Ja, wunderbar. 430 und 300. Ja, da haben wir doch schon mal einen dicken Batzen, wenn die tatsächlich verkauft werden. Hier weg. Das wäre ganz nice. Wir haben heute leider auch keine Auktion oder Automarkt, weil da werden wir uns auch an die dicken Fische hangeln, weil dort kann man einfach am meisten Geld machen. Oh! Guten Tag, Ma'am. Für welches unserer herzhaften Fahrzeuge entscheiden Sie sich? Oh, für den Alpha? Ja, warte, ich mache den noch kurz rundum sauber, sodass Sie hoffentlich hier auch einen saftigen Preis zahlen wollen. Ja, weil hier... So, Sie stehen in meinem Auto. Danke. So, was bieten Sie mir? Warte, ich putze kurz hinter Ihnen. Ich kann nicht mit Ihnen reden. Warte, ich fahre hier kurz... Ich muss hier kurz mein Auto... Mann, ich stecke hier fest! So, kurz mal wegfahren. Oh, jetzt sind hier aber viele Kunden am Start. So, sorry, ich musste kurz mal weg. So, was bietest du? Mit 300? Ach, nee, an dich verkaufe ich nicht. So, direkt zwei Interessentinnen, 409. Und was bietest du? Der hat auch 2% Schaden. 403. Na komm, mach doch 400. Für 420 würde ich ihn dir auch geben. Oh, 4, ja, okay. Warte, ich wollte eigentlich 420.000. Ist das okay? Wunderbar. Guck mal, jetzt haben wir doch schon... Oh, Alter, warum ist denn der so laut? Mach mal Motor aus, Alter. So, er ist hier... Oh. Guten Tag, was bieten Sie? Der Preis stürzt 200... Ja, warte mal. Komm, da lass uns... Machen wir einen 295er. Für 295... Oh, das wäre gefährlich geworden. 295. Perfekt. Guck mal, und dann fehlen uns doch nur noch... Wir müssen heute ungefähr nochmal 200.000 verdienen. Und dann passt das auch. So, ich bin mal gespannt. Habt ihr schon gesehen, was es bald für ein neues Update gibt mit dem Office? Oh, unbezahlte Rechnung. Das ist leider ein bisschen dirty, denn die könnten, glaube ich, ziemlich einen Chunk ausmachen. Ah, 40.000. Hätte ich mir schlimmer vorstellen können, ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es ein Update gab mit den Autorennen. Oh, man könnte natürlich... Oh, das wäre so riskant. Ich könnte mal vorbeifahren und gucken, ob da ein Auto von uns dabei ist. Wisst ihr? Weil dann kannst du ein Rennen fahren, wo du dein Auto verlieren kannst oder das gegnerische gewinnen. Oh, ist hier einer? Nee, von den Wagen haben wir keinen. Wurde hier was geändert? Nee, 140. Ich werde aber trotzdem einmal gegen dich ein Rennen fahren, weil ich Bock habe. Gestern sind wir auch so geisteskranke Zeiten gefahren. Wir bleiben wie immer hier hinten und fahren dann im richtigen Moment los. Ja? Ja. Jetzt.
Oh, das war so ein guter Start und dann verschalte ich mich. Nein, Mann, das wäre der absolute Rekord geworden. Ja, moin. Guten Tag. Krass, eine 6-4. Da war ich leider nicht hundertprozentig wach. Aber holla die Waldfee, das war, glaube ich, perfektes Timing. Weil sobald das blau grün war, waren wir direkt an der Grenze dran. Na, aber hier sind... Naja, das lohnt sich alles nicht. Wir können es ruhig noch einmal fahren. Einfach, damit hier die Zeit einmal geskippt wird. Und der Erste, der Zweite. Ah, das war falsch. Und da sind wir auch... da kriegen wir, glaube ich, eine Strafzeit. Gut, aber die macht auch keinen Unterschied. Nee, doch nicht. Weil irgendwas stand doch da gerade. Aber egal. Es wäre halt so geil, wenn wir irgendwie so ein Auto einfach gewinnen könnten. Irgendjemand meinte auch, warte mal, dass wenn man hier hinten drauf fährt, dass man irgendwo zu einer anderen Map kommt. Stimmt das? Hier. Tatsächlich. Ich fahre mal in den Wald. Ah ja, hier können wir einfach die Geschwindigkeit testen, oder was? Ah, Geschwindigkeitsrekord, als ob. Krass, das wusste ich nicht. Jetzt können wir hier mal zünden. Oh, wir haben ja auch... Ah, nee, unendlich Noss haben wir nicht. 300, ja, bei 350 ist Schluss. Da ist auch eine fette Sprungschanze, die nehme ich nicht. Weil ich habe ein bisschen Angst um mein Auto. Oh, wir werden hier auch gleich die Kontrolle verlieren. Ja, jetzt ist es vorbei! Oh, wir kriegen aber keinen Schaden, so wie es aussieht. Zurück in die Stadt. Okay, 350 km/h. Das ist ja cool. Da kann man seine Autos immer ganz gut testen. Gut, aber das möchte ich jetzt nicht mehr. Ich möchte hier einfach nur runter. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn jetzt mal wieder Automarkt oder Auktion ist. Weil so eine Million würde ich schon ganz... Also nicht insgesamt noch eine Million verdienen, aber wir brauchen halt mindestens 1,8 Millionen. Das ist, glaube ich, so der Dreh, die dieser neue Ferrari hier kostet. Automarkt ist geöffnet. Dann drücken wir doch mal die Daumen, dass ein teures Auto am Start ist, was wir gut wiederverkaufen können. Ah, und ausgerechnet dann ist natürlich hier nur... Ja, doch, Ferrari. Zeig mal an. Oh, krass beschädigt. 230 dafür, dass der so kaputt ist. Brudi, ich geb dir 200.000 dafür. Oha, er macht's. Okay, dann lass uns den direkt reparieren. Tune, lackieren. Und dann können wir für den, glaube ich, nochmal ordentlich Geld verlangen. Ich hoffe halt, dass das Reparieren nicht zu teuer wird. So. Hallo, guten Tag. Einmal bitte meinen neuen Ferrari schön reparieren. Was kostet das? Alle Teile. Ja, okay, das ist ja spottbillig. Das ist vielleicht sogar ganz gut, wenn man alles reparieren lässt. Weil ich glaube, umso höher steigt dann der Wert. So, genau. Bastel hier mal schön. Dieser Funkenflug sieht jetzt, also er sieht schön aus. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Was mit dir? Hat hier die beiden Schraubenschlüssel in der Hand. Sollen wir die Felgen dran lassen? Ja, oder? Oh, was ist das für ein Auto? Alter, der erinnert mich richtig an dieses Starterfahrzeug bei BeamNG. So, Junge, wie lange brauchst du denn noch? Danke. Ich habe hier keine Zeit. Direkt eine Runde Tune. Moin. Ja, Rennset. Alles rein damit. Ja, das von den Felgen her. Ich glaube nicht, dass das negativ uns ausgelegt wird. Machen wir schon Ferrari rot, oder? Passt einfach geil. Zack, nochmal ein bisschen polieren. Sehr gut, komm. Der muss doch jetzt ordentlich was wert sein. Auf jeden Fall mehr als die 200, die wir bezahlt haben. Oh, komme ich hier aufs Grundstück, ohne dass ich Unfall baue? Ja. Chill. Oh. Chillig. Motor aus. So, dann schauen wir doch mal. Website. Wo ist er? Da ist der Ferrari. Ich mach 450.000, Alter. Oh, das wäre natürlich geil. Wenn da einer direkt Bock hat, währenddessen putze ich. Oh, Putz macht so Spaß. Nein, macht es nicht. Ich hasse es, aufzuräumen und zu putzen. Räumt ihr euer Zimmer gerne auf? Es gibt manche Leute, die sind da so... Ja, ich hab's immer gehasst. Ich hasse es immer noch. Ich mag einfach nicht aufräumen. Ich mag das Endergebnis. Wenn ich es mal gemacht habe, dann denke ich mir, okay, war gut, dass ich aufgeräumt habe. Und nein, ich habe keine Reinigungshilfe. Aber wenn ich im Haus, werde ich auf jeden Fall mir jemanden holen, der mir da unter die Arme greift. Weil im YouTube-Haus hatten wir das zum Beispiel. Also Revi und ich in der WG, auch Simon, Dena und so. Und das ist schon praktisch. Weil zum Beispiel auch, so blöd das klingt, in der Zeit, in der man sonst aufräumt und so weiter und Staub saugt,
kann man halt ein Video aufnehmen. Das ist schon praktisch. Spart halt einfach Zeit. So, Entschuldigung, will niemand meinen Ferrari kaufen? Bitte? Ferrari? Oh, Kunde. Man muss nur meckern. Guten Tag, Sir. Kann ich Sie für diesen wunderbaren Ferrari hier begeistern? Ein absolutes Topmodell. Ja, 450. Freundschaftspreis. 4,5. Na, mach, komm. Mach mal wenigstens 4,30. Komm, 4,30 ist wirklich fair von mir. Let's go. Es fehlen nur noch um die 100.000. Das ist doch geil. So, am Automarkt werden wir jetzt nichts mehr kriegen, deshalb gehen wir schlafen. Also, wir haben jetzt an dem Wagen knapp 200.000 plus gemacht, oder? Dann wäre es gut. Ah ja, Gewinn, Geld ausgegeben, ja, 230. Das ist super. Was willst du mehr? Ich sag's dir. Auktion, 1 p.m. Oh, das dauert lange. Oh, hier ist doch der Supra. Was kostet der? 77.000. Da könnten wir vielleicht ein schnelles Schnäppchen mit. Aber nee, da können wir nicht genügend Gewinn rausholen bei dem Wagen. Da hoffe ich lieber, dass wir in Sachen Auktion mehr Glück haben, um dann da einen guten Schnabber zu machen. Kriegen wir hier das nächste? Oh, nächste Level-Up dauert nicht lang. Kunden sind jetzt, ich glaube, ich würde das machen, dass die Kunden weniger wütend sind. Dann sind die, glaube ich, auch bereit, einfach generell mehr zu zahlen. Oh, ich würde sagen, da wackeln wir schon mal rüber. So, geht los. Ja, und crap. Leute, ihr wisst, was wir brauchen. Heilige Kokosnuss. Sorry, okay. Mann, ich bin verzweifelt. Zweite Auto in Golf. Mann. Heilige Kokosnuss. Wisst ihr, was richtig mies wäre? Wenn jetzt gleich der Ferrari kommt und ich habe nicht genügend Geld. Alter, wäre das mies. Okay. Gott sei Dank ist das nicht. Wir haben einen Slot noch. Heilige Kokosnuss, du stinkst langsam, Alter. Ferrari, okay, da würde ich mitbieten. Den haben wir zwar eben schon mal verkauft. Oh, der kostet 220. Ich biete trotzdem mit. Ist jetzt besser als nix. Ich werde immer höher bieten als du, ist mir egal. Ich brauche ja nur noch 100.000. Was willst du? Hä? Ja, lass es durchlaufen, lass es durchlaufen. Dankeschön. Moin, da bin ich wieder. Noch ein Ferrari, ja, ja, hier, dies, das. Reparieren, ah, Reparatur, das müsste doch diesmal schnell gehen. Aber dann kannst du halt nicht so viel Plus machen, wenn er halt schon in einem geilen Zustand ist. So, das ging zumindest deutlich schneller als das letzte Mal. Spring direkt rein. Oh, ich sehe nichts. Nichts passiert, alles gut. War geplant. Renset, nochmal alles rein, wunderbar. Diesmal machen wir ihn gelb, oder? Na, das ist orange. Ja. So, ich bin mal jetzt gespannt, was die Schätzung sagt. Was man dafür verlangen kann. Auge. So, komm mal ran hier. Der Ferrari bringt... Oh ja, doch, da würde ich auch wieder 450.000. Na, machen wir 449. Dann sind wir noch in diesem... Wo, da steht auf 450. So, komm, Junge. Du bist jetzt der, der mich auf die 1,8 bringt. Wenn wir den Mazda verkaufen würden... Na, nee, ich kann ihn nicht. Das war wirklich mein erstes seltenes Auto. Das bringe ich nicht übers Herz. Sorry, tut mir leid. Das musste raus. Ich habe zu viel getrunken. Warum hat keiner Bock auf diesen total... Okay, ist jetzt sogar dumm. Gut, denke ich kurz einmal nach Hause. Weil hier ja scheinbar niemand... meinen tollen Ferrari kaufen will. Dessen Preis ich jetzt nicht überzogen finde. Ich finde, der ist gerechtfertigt. Oh ja, Alter, Geld ausgegeben, minus 270. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Oh, heute ist wieder eine Auktion. Ja, die sollten wir auf jeden Fall mitmachen. Ich hoffe aber, dass wir, bevor die Auktion startet, dass wir in der Zeit schon den Ferrari losgeworden sind. Weil das wäre halt einfach wieder typisch, dass ich da ankomme und zu wenig Geld habe. Oh, da kommt jemand. Das ist gut. So, gucken Sie. Ja, warte, ich putze Ihnen den Ferrari richtig blank. So, was bieten Sie? Drei. Nee, du kannst den für 430 kannst du den kaufen. Aber also bei 342, nee. Nee. Du kannst gehen. Nee, verpiss dich. Also, das ist schon ein bisschen dreist, dass sie überhaupt denkt, dass ich den für den Preis verkaufen würde. Weil das ist schon ganz cool, dass wir jetzt ungefähr immer wissen, wie viel wir überhaupt verlangen können. 40 Punkte noch, dann neuer Skillpunkt. Astrein. Kriegen wir wahrscheinlich heute nicht mehr zusammen. Aber dann halt beim nächsten Mal. Aber ist krass. Also der Ferrari ist nicht so beliebt. Oh doch, da kommt jetzt nochmal ein Kunde. Hallo. Oh ja, das passt. Ihr Anzug zusammen mit diesem wunderbaren Auto. Da muss ich sagen, das gefällt mir. Man muss den Leuten ein bisschen Honig ums Maul schmieren. 300.
Komm, lass mal Schnäppchen machen. Komm, 420 mache ich. Weil wenn du mir entgegenkommst, komme ich auch dir entgegen. Jawoll! Und da haben wir die 1,8. Das ist sehr nice. So, ich mache dann hier nochmal ein bisschen sauber. Wenn wir überhaupt noch irgendwas zum Saubermachen haben hier. Die sind alle quick and dirty. Ah, ne, hier geht noch ein bisschen was. Oh, es sind nur noch 11 Punkte. Komm, wir müssen doch hier irgendwie noch 11 Punkte rausbekommen. Ja, hier hinten. Zack, jawoll. Komm, gib mir den Skillpunkt bitte. Jawoll! Dann haben wir hier alles ausgeskillt. Glücklicher Kunde. Und dann würde ich wahrscheinlich zukünftig hier so ein bisschen, dass die Malerpreise gesenkt werden. Aber jetzt erstmal glücklicher Kunde. Cool. Boah, ey, das wäre absolut genial, wenn jetzt der Ferrari kommen würde. Das wäre wirklich nice. Ich meine, ich würde ja auch die Dodge Viper nehmen. Hauptsache ein super seltenes Auto. Das wäre absolut geil. Direkt das erste Ding, Ferrari. Schade. Junge, das wäre so ein Highlight, Mann. Aber heute haben wir schön 1 Million verdient, kann das sein? So, komm, bitte, 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 bitte. Ah. Man sieht es ja eigentlich direkt, weil dann dieser blaue Schimmer kommt. Ja, aber das Ding, das ist nix. Oh, 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 oh. So, wir haben jetzt noch eine Chance. Ja, geh jetzt durch und. Schade. Schade, schade, schade. Aber egal, Leute, wir haben heute über 1 Million Dollar verdient. Oder Pfund oder Euro. Nennt es, wie ihr wollt. Ich würde sagen, wir machen auch Schluss für heute, denn ich werde jetzt eine neue Folge vom Kottpuder-Podcast zusammen mit GLP aufnehmen. Der müsste schon auf mich warten. Tut mir leid, Manuel, falls du das siehst. Leute, in der nächsten Folge werden wir probieren, entweder den Ferrari zu kaufen oder die Dodge Viper. Das sind die beiden neuen Autos. Das ist unser Ziel. Für heute haben wir unser Ziel erreicht. Wir haben die Kohle für den Ferrari. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Like da. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.